Die Galerie per se wurde erst vor kurzem eröffnet. Heute ladet sie ein zu einem Experiment unter vier Künstlern. Die Besucher erwartet ein anregender Abend, der vielleicht eine neue Sichtweise auf die Kunst vermittelt. Kunst zu begegnen ist ein Ereignis besonderer Art, ein Fest. Herzlich willkommen zu Einklang. Namen, sagt man ja, sind Schall und Rauch. Namen sind Schall und Rauch, das ist auch schon die Philosophie unserer Galerie. Denn die Kunst steht im Mittelpunkt. Weniger der Name des Künstlers ist das Entscheidende, er kann den Betrachter nicht so ansprechen. Das macht vielmehr das Kunstwerk selber. Kunst weckt Emotionen. Kunst spricht auch für sich. Herr See, ich freue mich mit Ihnen und euch auf einen sehr unterhaltsamen und vor allem auch spannenden Abend. Viel Spaß! Begrüßung der Gäste durch den Galeristen und Einstimmung der Musiker Uwe Ahrens, der malt und Klarinette spielt, sowie Bernd Töberg an der E-Gitarre, legten die Maler Rainer Jansen und Said Dasmaljian nach kurzer Motivationspause gleich los. Thank you.
Irgendwie wusste ich ja, worauf ich mich jetzt eingelassen habe. Aber du hattest immer die Möglichkeit, deinen ganzen Zorn über Reinhard reinarbeiten in deinem Werk in irgendwelchen Schriftzeichen zum Ausdruck zu bringen. Das kommt ja immer zum Schluss. Also, okay, und, aber ich denke, das ist das Besondere. Und ich finde, es war ein toller Austausch. Wir kennen uns halt überhaupt gar nicht. Wir haben noch nie uns malen gesehen oder wir waren in Ateliers oder wie auch immer. Deshalb weiß man natürlich nicht, wie der Einzelne arbeitet und wie es dann weitergeht. Und ich mache das halt immer so, dass ich erstmal Farbe verteile und die dann hinterher verwische oder eine Fläche draus mache oder eben manchmal bleibt eben auch was stehen. Und ich finde, es ist absolut ein 50-50-Bild, wenn man die Bilder sieht, die drüben hängen. Ja. Ja. Und das ist total klasse, dass das gelungen ist, finde ich. Das war auch gut, weil ich denke, wir beide haben dann Mut gefasst und einfach dann losgelegt. Ja, und dafür dem, war... Also, das war der Effekt. So. Bei dem ersten Gitarrensolo, da habe ich mich getraut, loszulegen. Hat man befreit, kam auf jeden Fall Publikum, denke ich, rein. Meine Vision war ja auch, wirklich Künstler aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen, um wirklich um diese Einheit dann darzustellen. Das heißt, irgendwie rege ich mich natürlich auf, weil ich, ne, ich habe doch diese Vorstellung, das soll so und so aussehen. Und Rainer kommt mit seiner Vorstellung, aber das, da bin ich gefragt, darauf einzugehen und schauen, was möchte er. Und so ist es auch mit der Musik, denke ich. Und im Großen und Ganzen bin ich natürlich auch zufrieden und bin froh, dass wir gemeinsam zu viert auch diesen Dialog jetzt so friedlich abschließen können. Und ja, also ich denke, es ist jetzt eine neue Vision, ein neues Bild entstanden und das finde ich halt toll. Ich habe noch eine Frage an den malenden Klarinettisten, Klarinette spielenden Maler. Das war jetzt eine begleitende Rolle auf einem ganz anderen Niveau, auf einer ganz anderen Ebene, auf einer musikalischen Ebene, wo Sie auch selber malen und Ihre Bilder sind ja auch, haben ja auch Ihren eigenen, ganz eigenen Stil, der ja auch hier so gar nicht zum Ausdruck kommt. Wie haben Sie das jetzt von der malerischen Seite empfunden? Naja, da gibt es bestimmte Stellen im Bild, die könnte ich niemals so machen. Also... Wenn ihr erlaubt, ne, das hier finde ich dann schrecklich. Ne? Das könnte ich niemals hinkriegen und das könnte ich auch nicht zulassen. So. Und, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort ist. Ja, ne? Genau. Weil meine Sachen, die würden sich ja hier in diesem Bereich so abspielen, wenn man diese Farbstiftzeichnungen sieht, die ja sehr meditativ sind und sehr ruhig und sehr still. Und... ja, insofern ist das etwas, was fremd ist zum großen Teil für mich. Also solche Farbkombinationen und solche Brüche hier. Also für mich ist das ein Bruch, der für mich gar nicht gehen kann. Ne? Aber erfahren, ist da. Ne? Ja. Und einig ist, das ist eben nichts nur Harmonisches, sondern es ist eben auch ein Kampf und ein manchmal nicht verstehen. Und ich kann mich, also ich war zufällig ja bei diesem Vorgespräch dabei und ich kann mich noch an die großen Vorbehalte auch an dieses Projekt erinnern und ich finde das ganz großartig, wie das weg ist und man das heute überhaupt nicht spüren konnte, sondern dass ihr alle vier das so in so einen Einklang gebracht habt. Also das ist schon bewundernswert, finde ich. Man hat aber irgendwie zusammengezuckt, da war dieser hellblaue Rahmen und dann plötzlich kommt Rainer mit so einem schwarzen Tuch und haut da drüber. Da zuckt man richtig so selber zusammen. Aber und dann relativierte sich das wieder durchs Wischen. Also ich fand, man konnte das gut mitleben. Dunkel ist erstmal schwarz und dann kann man ja wieder heller werden. Das geht ja bei dieser Ölgeschichte, geht das. Bei Acryl geht das nicht. Aber bei Öl geht es eben auch umgekehrt. Von daher war das okay. Und den harmonischer irgendwo, ne? Dass man da irgendwie so wirklich miteinander gearbeitet hat. Weggegangen ist, geguckt hat. Ne? Wie und das lag auch in der Pause. Ja, weil wahrscheinlich auch die Überwindung am Anfang. Dass wir das harmonisieren und flächig machen und ruhiger machen insgesamt, das haben wir schon gesagt. Also muss man schon sagen, das liegt dann daran, dass man dann darüber spricht, klar. Wir wollten auch wissen, was der andere eigentlich vorhat. Ich meine, es geht ja nicht dann... dann übermale ich natürlich seine Arbeit und das wäre wahrscheinlich irgendwann wirklich zur großen Katastrophe dann geführt. Aber wir haben uns ein bisschen abgesprochen. Ja. Aber als er meinte schwarz, dachte ich... dunkelblau, es ist auch dunkel.
Aber du hast, glaube ich... Ich habe dunkelblau gesagt, aber schwarz genommen. Wirklich nicht, aber gut, es ist einfach dieses Loslassen vielleicht auch. Also ich würde wirklich dann noch vielleicht irgendwie mit Weiß wieder rübergehen und einfach nochmal neu. Nein, nicht ohne mich. Nein. Also wenn mein Name drunter stehen würde, das sind so Dinge, wo ich denke, aber es, ich finde, das ist so sehr Persönliches. Können wir ja alle vier dann darunter unterschreiben. Ja. Ja. Das sollte noch sein, wenn ihr euch darauf einigt. Ja, letztendlich, ja, entscheidet. Ja, oder so. Ja.